Willkommen zurück zu Captain Sins. Betrachte Roboter, ich nehme erstmal das Bit mit. Das ist erstmal wichtiger. Okay. So, betrachten. Der Roboter scheint fleißig in die Tasten zu hauen. Klar, okay. Sprechen. Entschuldigt, wenn ich euch einfach so unterbreche. Ich bin der mächtige Captain Sins. Mächtiger Captain Sins. Ich höre wohl nicht recht. Ich sehe wohl nicht recht. Dazu sage ich kein Wort. Ich bin ein tolles Heldenprogramm. Hab noch nie von einem gehört. Und ich noch nie eins gesehen. Niemand kann mich zu einer Aussage zwingen. Ja, schön. Ich muss sofort die Welt retten. Welt, auf dem Ohr bin ich taub. Ich habe nie eine Welt gesehen. Eine komplexere Frage. Wir sollten sie ignorieren und lieber keine eindeutige Stellungnahme dazu abgeben. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Das ist hier, das ist, wenn du bei der Dresdner Bank quasi an den Schalter gehst und fragst die irgendwas. Ne? Da kommt nur so ein Scheiß dabei raus. Was? Habe ich noch nie gehört. Und was? Komplexere Fragen? Boah, einfach ignorieren. Einfach, oh, Entschuldigung, da... Ich muss mal ganz kurz woanders hingehen. Okay. Ich bin der, der nie was weiß. Ich bin der, der nie was hört. Ich habe nie etwas gesehen. Ich äußere mich nicht gerne zu meiner Person. Ich weiß nicht mal was über seltsame versperrte Türen. Habe ich auch noch nie was von gehört, ehrlich. Da sehe ich ziemlich schwarz. Und wenn du mich ein für eins mal fragst, ich sage nichts. Das will ich aber nicht mehr hören. Also ich habe nichts gesehen. Okay, kann ich die nochmal? Nö. Okay, die helfen uns überhaupt nicht. Kann ich weiter? Warte, nein, 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 geh doch nicht da durch. Zurück. Kann ich noch was angucken? Achso, das sind wahrscheinlich auch die Service-Mitarbeiter hier von der Dresdner Bank. Deswegen sind die auch durch als Roboter dargestellt. Die sind einfach innerlich schon so tot. Okay, Schaufel. Eine ganz normale Schaufel. Nimm. Ich lasse sie lieber stehen. Warum? Benutze Schaufel mit Mauer. Ich habe keine Lust, hier Löcher zu graben. Okay, verstehe ich nicht. Noch ein Bit. Warnlichter. Blinkende Lichter. Die könnten einen hypnotisieren, wenn man zu lange reinschaut. Achso, das symbolisiert wahrscheinlich die ganzen Baustellen, die Dresdner Bank überall hat. Safe. Die Tür vom Safe macht einen soliden Eindruck. Nimm Safe. Ich kann und will ihn nicht aus der Mauer brechen. Benutze Schaufel mit Safe. Nee. Benutze Safe. Ah, natürlich, die kann ich einfach so aufmachen. Wie die Sicherheitsmechanismen der Deutschen Bank. Das ist genau der Grund, warum unser Konto leer geworden ist. Kann einfach jeder rein. Was? Oh, ich hab dir das geöffnet. Ich will da. Gib mir den Kram, der da drin ist. Mehr geht nicht. Kann ich einfach hier weggehen, ganz kurz. Ich kann nochmal reinschauen. Der Safe ist offen und es liegt nichts drin. Ach so, klar. Das sind unsere Zinsen, die verschwunden sind. Ey. Roboter, wie ist denn das hier mit dem Safe? Bla bla bla, blub blub blub. Nö, okay. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein volles Byte. Gab es beim übrigens an der Uni auch in
in unseren Studentenclubs immer so den Witz wie, ah ja, kannst ja an eine Bar gehen und kannst dir ein Byte bestellen. Das sind 8-Bit-Burger. Und das war mal total lustig. Geh da rein, komm schon. Bit dahin. Bit dorthin. Okay. Sprich mit, ja, wie gesagt, 0 bis 8 eigentlich müsste es 0 bis, 1 bis 8 eigentlich müsste es 0 bis 7 sein. Gibt natürlich auch Programmiersprachen, wo die irgendwie mit 1 anfangen zu zählen. Boah, kommt immer drauf an, ne? Ich bin es gewohnt, von 0 anzufangen. Ich möchte gerne, dass das alles, der ist jetzt auf einem weißen Feld, ne? Heißt ja bei der 0, heißt ja bei der 1. Ja. Ach, die erinnert mich auch so ein bisschen an World of Goo. Einfach weil die so lustige Geräusche machen. Die Kleinen haben da auch mal Nadalik gemacht und so. Fand ich gut. Verstehst du mich überhaupt? Ja. Sprich mit. Ich sehe nicht, wo ich bin. Sagst du eigentlich immer die Wahrheit? Ja. Und die 5 noch, komm schon. Heißt ja bei der 1. Ja. Aber ist das jetzt nicht richtig? Benutze Aufgang. Benutze Bit. Vielleicht muss ich die gar nicht so machen, wie da die Farben sind, sondern dass die Farben nur dafür da sind, um sie irgendwie auseinanderzuhalten oder so. Service Card mit Bit. Ich meine, was hat er vorhin gesagt, wenn du mich 143 mal fragst, ne? Auch wenn du mich 143 mal fragst, sage ich dir nichts. Jetzt kann ich gucken, ob ich 143 in binär übersetzen kann, ne? Mach ich das jetzt wirklich händisch? Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Ich meine, eine 3 kriege ich noch so hin oder eine 7 oder sowas, aber 143? Keine Ahnung. Okay. Obwohl, warte ganz kurz. Vielleicht muss ich das gar nicht selbst übersetzen. Wir haben noch die Formelwesen. Die übersetzen noch die ganze Zeit irgendwelchen Scheiß. Waren die hier? Ach nee, die waren bei der Fee, ne? Scheiße. Hallo, ja. Geh weg. Komm schon, lass mich in Ruhe. Okay. Ich hätte auch zwischen die Folgen mal speichern sollen. Ich habe schon so lange nichts mehr aufgenommen, lieber Zuschauer, dass ich schon vergessen habe, wie man das macht. Wenn mir jetzt das Spiel abschmiert, dann darf ich alles nochmal machen und das erste Rätsel, das kriege ich nicht nochmal hin. Das war aber auch blamabel. Ach, gehe durch Ausgang. Okay, das war hier, oder? Genau. Formelwesen, entschuldigt die Störung. Was führt ihr interessante Gespräche? Ach, 141 war. Und a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat, ja. Ich fang mal irgendwas an, komm. Da haben die ja vorher nicht drauf reagiert. Genau, FF und 10 ist 10. Sprich mit Formelwesen. A Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. FF von 10, immer noch 10. B
Mit weißes Und. Hm, komm, ich nehme an, in Mathematik wart ihr früher die Klassenbesten. Ja. Okay, dann jetzt aber 141. 141? 141. 8D. 10001101. Achso, ja, es war 141. Ich habe mir vorhin noch überlegt gehabt. 143, die 3 hätte ich hingekriegt. Jetzt war ich ganz kurz gedanklich immer noch bei der 3 hinten. Ich habe schon mal, da stimmt was nicht. Das heißt, ich habe nebenbei mitgeschrieben, sprich mit dem Bit. Hallo Bit. 8 von euch ein Byte, ja. 1. Das schwillt das auch ab und zu einmal? Nein. 1, 0, 0. 0? Heißt ja bei der 0? Nein. Und dann brauchen wir nur noch das hier. Bitte ist ja, wenn du hell wirst. Yeah! Geil! Ein Rätsel gelöst, sehr schnell sogar. Ich bin so stolz auf mich, lieber Zuschauer. Nein, mehr Rätsel. Okay, benutze Schalter. Benutze Schalter. Benutze Schrank. Also es geht nicht auf, da muss ich mir was Besseres einfallen lassen. Ja, weiß ich noch nicht. Wir gucken mal weiter. Ein Heldenprogramm. Welch Ehre für unser bescheidenes Kreditbüro. Hehe. Treten Sie doch bitte ein. Sieh doch bitte ein. Klappe, du Idiot. Sprich mir nicht alles nach. Was flüsterst du da? Ach, gar nichts, gar nichts. Mein Bruder ist nur ein wenig schwer von Begriff. Hehe. Womit kann ich Ihnen dienen? Das muss die Finanzberatung der Dresdner Bank sein. Sieht man auch, dass sie halt, ne, aussehen wie Gauner und dass die das ganze Geld quasi bei sich gebunkert haben. Was macht ihr beiden denn hier? Wir fristen eine bescheidene. Hehe. Eine sehr bescheidene Existenz. Als ein winziges kleines Kreditbüro. Sehr bescheidene Existenz. Halt den Schnabel. Der Herr redet mit mir. Ach ja. Schluchz. Es ist schon schwer, den zurückgebliebenen Bruder mit hindurchzufüttern. Ja, es geht mir auch so. Mit meinem Bruder. Besonders, wenn die Eltern so früh verstorben sind. Mein Name ist übrigens Captain Zins. Ach, entschuldigen Sie, dass wir uns noch nicht vorgestellt haben. Wir sind die Sharky Brothers. Die Haifischbrüder. Willst du wohl still sein? Still sein. Was können wir denn für Sie tun? Wem gehört denn das ganze Geld? Unsere bescheidenen Rücklagen, die wir benutzten, allen Armen Kredite zu gewähren und sie so aus äußerst unfreundlichen Situationen zu bringen. Ja, sehr, sehr unfreundliche Situationen. Also unfreundliche. Eigentlich wollte ich wieder gehen. Aber mein Herr, seien Sie nicht so schüchtern. Sicher, es ist schwer zuzugeben, dass man in Schwierigkeiten mit dem geliebten Geld gerutscht ist. Aber uns können Sie vertrauen. Sind Sie sicher, dass Sie keinen Kredit benötigen, mein Herr? Achso, das ist hier die Finanzberatung von der Dresdner Bank, wie gesagt. Und die versuchen jetzt irgendwie einen Dispo-Kredit oder sowas aufzuschwatzen oder, du weißt schon, irgendwelche anderen mit Wucherzinsen.
Wie sähe es denn mit Zinsen aus? Zinsen! Ach, wer redet denn hier von Zinsen? Weißt du, was Zinsen sind? Zinsen? Sehen Sie, mein Bruder und ich wissen gar nicht, wovon Sie da zu sprechen belieben, mein Herr. Natürlich. Natürlich gibt es bescheidene Aufschläge wegen der dauernden Inflation und so weiter. Aber unser oberstes Gebot ist, den armen, in Not gekommenen Programmen schnell zu helfen. Unbürokratisch und schnell. So etwa könnte unser Motto heißen. Nun, was meinen Sie? Das mache ich aus Prinzip nicht. Wie recht. Nicht wahr, Bruder? Recht, recht. So etwas sollte man natürlich genau überlegen. Beehren Sie uns doch noch bald wieder einmal. Ich gehe da mal wieder. Grunz. Auf Wiedersehen. Ja, ich habe ja erzählt gehabt, dass ich damals einen Kunde bei der Sparkasse hatte. Als Kind schon. Und ich glaube nach 15 Jahren oder so hatten die mich dann irgendwann mal eingeladen zum Finanzgespräch, bla bla bla. War furchtbar. Erst haben sie mir alle möglichen Fragen gestellt, wo ich versichert bin, Krankenversicherung, bla bla bla, haben das alles aufgeschrieben. Und dann haben die mit der Information nichts gemacht und wollten mir nur irgendein Programm andrehen, also wirklich andrehen. Nicht im Sinne von, dass das für mich das Beste ist, sondern einfach nur so wie, ach ja, ja. Das war echt furchtbar. Das war ganz furchtbar. Hat auch nicht lange gedauert, dann habe ich gekündigt. Weil die halt so übelst unfähig waren, auch in der Filiale. Das war wirklich der Wahnsinn. Nun gut, zeigt mir den Vertrag. Mit Freuden, mein Herr. Kommen Sie nur näher. Ich komme ja schon. Hier ist der Standardvertrag. Die Schrift ist ja kaum zu lesen, fast schon mikroskopisch klein. Wie recht Sie haben, mein Herr. Aber sehen Sie. Wir haben auch nur einen ganz winzigen Drucker im Hause. So, so. Und mit dem Toner spart ihr natürlich auch was. Wie wahr. Da sehen Sie, mein Herr, dass wir sparsam und rechtschaffen sind. Nun gut, ich unterschreibe. Kritzel. Hier ist der Vertrag. Und hier ist das Geld. Dann werde ich mal gehen. Auf Wiedersehen, mein Herr. Aha. Genauso schnell geht das, lieber Zuschauer, schon bist du hier im Kreditvertrag drin. Der Kreditvertrag und das Geld von diesen Sharky Brothers. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl bei der ganzen Sache. Ja, komm, bist du mal beraten worden? Geht's dir schon nicht mehr so gut? Na, schon wieder flüssig? Flüssig? Wir dachten, sie kämen hier vorbei, um den Kredit wieder zurückzuzahlen. Eigentlich nicht. Das ist aber sehr schade. Hey, der kann ja auf einmal richtig reden. Konnte er schon immer. Die Story mit dem armen Bruder ist doch nur ein kleiner Trick von uns. Tja, Captain Gimpel. Bist auch drauf reingefallen. Was soll's? Wollt ihr mir vielleicht drohen? Aber nein. Wir drohen doch niemandem. Allerdings. Unser Boss kann manchmal recht cholerisch reagieren, wenn er nicht rechtzeitig bezahlen kann. Der gute Mr. Money. Manche Programme hat er einfach so ausgelöscht. Und hinterher noch formatiert. Ich glaube, ich habe da ein ganz großes Problem. Wie war? Dann mal nichts für ungut, Leute. Was ist denn eigentlich mit den
Mit den Schaltern. Weiß keiner, ne? Das scheint eine Art von Safe oder Schrank zu sein. Benutzen. Ja, weiß ich nicht. Mein Plan wäre jetzt, gleich die Folge zu beenden, lieber Zuschauer. Und dann zu Mr. Money zu gehen und zu dem Roboter. Und zu sagen, hey, ich habe hier einen Kreditvertrag. Oder warte ganz kurz, wir gehen auch schnell zur geilen Fee. Und fragen die mal, was die von unserem persönlichen Sparplan hält, den wir hier gerade abgeschlossen haben. Bei der Dresdner Bank. Ey, guck mal. Was wir hier haben. Diesen Kredit hier taste ich lieber nicht an. Ich glaube, es war sowieso ein dummer Fehler, ihn aufzunehmen. Sprechen. Hallo, Sparplanfee. Hallo, Captain. Du siehst so geknickt aus. Ich glaube, ich habe auch einen großen Fehler gemacht. Wirklich? Ich habe einen Kredit bei den Sharky Brothers angenommen. Oder genommen. Voll ins Fettnäpfchen getreten. Ist das denn so schlimm? Und ob? Das sind ganz üble Kerle. Und was jetzt? Hast du den Vertrag da? Ja. Darf ich mal sehen? Aber sicher. Kaum zu lesen. Ja, sie sagten, sie hätten nur einen ganz kleinen Drucker. Pah! Diese elenden Lügner. Da haben sie aber was übersehen. Habe ich eine Chance? Aber ja. Ich schenke dir jetzt einen meiner Sparpläne. Damit kannst du zu den Widerlingen gehen und ihnen was Tolles erzählen. So? Was denn? Dieser Absatz, klar? Flüster. Vielen Dank. Danke für den Sparplan und deine Hilfe. Das ist mir der Spaß wert. Außerdem muss man Helden immer helfen. Das ist lieb von dir. Hüstel. Werde ich dir nie vergessen. Zeig's den Schurken Captain Zins. Tolles Mädchen. Mit Freuden, meine ich. Bringt mich ganz durcheinander. Ja, okay. Schon klar. Okay, komm, guck noch mal ganz kurz. Sparplan. Den Sparplan hat mir die nette Sparplanfee vorhin gegeben. Okay. Ja, also, lieber Zuschauer, ich, Stefan, die Sparplanfee, gebe dir auch gerne einen Sparplan. Und der heißt, mein PayPal-Spendenkonto ist in der Videobeschreibung. Das ist mein Sparplan für dich. Ich glaube, ich gehöre eher dahin. Ja, schön. Na gut. Bis in die nächste Folge. Ciao.